Hallo zusammen, Fotokritik Aufruf. Wir machen heute die Auflösung dazu. Ihr habt mir ja gigantisch viele Fotos geschickt. Ich glaube, ich war wirklich 5 Stunden alleine dann beschäftigt, alle Fotos anzusehen, auszuwählen, teilweise zu antworten, welches Foto bringe ich mit ins Video rein, was ist wichtig. Natürlich habe ich Bezug nehmend versucht, diese Fotos herauszusuchen, wo ich der Meinung bin, dass wir alle am meisten davon lernen. Und es hat sich eigentlich herausgestellt, dass immer wieder dieselben Fragen und immer wieder dieselben Probleme zusammenkommen. Und deswegen versuche ich das jetzt einfach mit in das Video einzubinden, damit hoffentlich so gut wie es geht alle Fragen beantwortet sind. Also ich gebe mir wirklich Mühe und es war auch sehr, 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 sehr aufwendig. Bitte nicht böse sein, wenn dein Foto nicht dabei ist. Ich habe es definitiv gesehen, weil ich habe wirklich jedes angeschaut. Vielen Dank trotzdem, dass ihr wirklich so zahlreich mitgemacht habt. Das hat mich echt gewundert. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ich glaube, ich hatte über 200 Einsendungen. Das ist wirklich extrem viel. Hat mich wirklich tierisch gefreut. Vielleicht machen wir das auch irgendwann in Zukunft mal wieder. Okay, schauen wir rein in den Computer, was ich da so alles ausgewählt habe. Und dann besprechen wir die einzelnen Bilder. Kommt's rein. Das ist hier als erstes einmal der Stefan. Der Stefan, der ist auf dem Naked Bike unterwegs. Schaut nach einer Suzuki aus, jawohl. Sieht nach Pannonia Ring aus. Und der Stefan hat gesagt, er hat ein bisschen das Problem, den Druck auf die Rassen zu kriegen. Und vor allem hat er das Gefühl, er kommt nicht richtig runter vom Motorrad. Ich sehe schon eigentlich zwei wirklich ausschlaggebende Dinge. Das ist einmal hier der Ellbogen, den dreht er sich zu sehr zum Körper. Also der ist zu nahe am Körper und zu eingewinkelt. Der müsste jetzt eigentlich den Ellbogen besser nach außen als Lenkerstummelverlängerung machen. Ich versuche mal hier kurz irgendwie. Ja, genau. Also der müsste hier diesen Ellbogen mehr aufdrehen und nach außen bringen. In dem Moment bringt er den Oberkörper auch viel weiter nach unten und auch besser neben das Motorrad. Kurzer Tipp dafür, man darf hier den Lenker mit der Hand nicht so gerade nehmen, sondern man muss die Hand ein bisschen aufdrehen. Dann hat man den Vorteil, dass das beides ein bisschen lockerer ist. Kurz als Erklärung, man sieht es ganz gut beim anderen Foto, das zeige ich jetzt mal kurz schon mal. Das ist hier jemand auf seiner R1, der dreht hier die Hand am Lenkerstummel auf. Seht ihr das? Und dann kann der den Ellbogen nach außen drehen und kommt somit nach mit dem Oberkörper nach außen. Das muss nicht zwingend sein, dass er deswegen Ellbogen schleift, um das geht es nicht, sondern es geht darum, dass er den Oberkörper öffnet. Und das hat hier der Stefan das Problem, weil quasi der Ausgangsfehler im Endeffekt hier am Handgelenk besteht. Und sobald du, Stefan, das Ganze lockerer nimmst und so wie der hier auf der R1, geht automatisch der Oberkörper nach außen. Zum Tipp mit den Fußrasten, was ich immer wieder sehe, was das Ganze noch ein bisschen einfacher macht, wenn man mehr Druck auf den Rasten bringen möchte und weniger Kraft an den Lenkern haben möchte, sollte man versuchen, sich hier zusätzlich mit dem äußeren Fuß noch besser einzuhängen, sage ich jetzt mal. Und da liegt jetzt, wie bei ganz vielen, der Fuß einfach nur auf dem Pedal auf und kann eigentlich somit fast überhaupt nichts machen. Also der äußere Fuß, der darf schon ein bisschen weiter nach vorne gehen, sodass man sich die Raste richtig schön zwischen Ballen und Ferse in den Schuh einhängt und dann kann man auch viel mehr Druck zwischen der Raste und dem Tank bringen und somit mehr sich an das Motorrad klammern und den Oberkörper in dem Fall lockerer lassen. Was ich auch noch gesehen habe, das muss extrem anstrengend sein beim Stefan. Es sieht sehr verkrampft aus, wieder die Gashand. Du darfst die ruhig, lass die doch einfach hängen. Lass die doch einfach hängen. Mach hier auf und leg deinen äußeren Ellbogen, den rechten in dem Fall, leg den einfach auf den Tank drauf.
Lass den einfach hängen, lass den drauf liegen. Du musst nicht mit viel Kraft das Gas ziehen. Es reicht, wenn du das mit eigentlich zwei Fingern machst. Vollkommen ausreichend. Lass den hängen und dann ist es auch gar nicht mehr so anstrengend, das Ganze. Und du wirst sehen, das ist viel lockerer und viel schneller. So. Genau, das war es mit dem Stefan. So, dann geht es weiter mit dem Wolfgang. Der Wolfgang hat man hier, das schaut aus nach Straße, ja. Sehr schräg auf der Straße. Vermutlich aus Österreich, so wie es aussieht. Das sieht wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Ich kann aber nicht ganz genau beurteilen, wie der Wolfgang hier Druck auf der inneren Raste hat, ob der Fuß da wirklich noch auf diesem, er ist schon ziemlich sehr weit vorne hier. Das kann ich nicht ganz beurteilen. Es sieht auf jeden Fall aber von der Haltung her, vom Hanging Off, erstens, ich kann durch das Knie hindurchschauen. Das heißt, ich gehe mal von außen, er hat schön Druck drauf. Er sitzt wirklich schön mit einer Arschbacke draußen am Motorrad und vor allem dann kommt dazu, dass die Wirbelsäule wirklich sehr gerade ist. Ne? Seht ihr das? Wie gerade die ist. Das heißt, er versucht wirklich den Oberkörper seitlich vom Motorrad zu bringen, winkelt den Ellbogen schon ab. Das heißt, er ist locker, definitiv. Das sieht man, dass der locker ist, der Ellbogen. Die Hand ist locker. Das Einzige, ein bisschen, jetzt kommt er nach oben mit dem Kopf vor die Schultern, kommt er wieder ein bisschen nah zum Motorrad rein. Da könnte noch ein Ticken, wenn er diese Ausgangsposition schon hat, die ja offensichtlich sehr, sehr gut ist, könnte er mit dem Oberkörper noch ein Ticken weiter nach innen gehen, indem dass er einfach versucht, jetzt hat, sich in den Unterarm zu beißen. Also nicht wirklich zu beißen, aber also wenn er sich quasi in den Unterarm beißen würde, dann passiert ganz automatisch, dass er mit dem Kopf neben der Kanzel ist und somit das Motorrad nochmal einen Ticken aufrechter hat. Auch hier beim Wolfgang, die Fußraste am Außeren, da darf er den Fuß eigentlich schon noch ein bisschen weiter runter tun, dass er so zwischen die Fußraste zwischen Ballen und Ferse hat, um sich einfach noch ein bisschen besser an den Tank zu klammern. Ich weiß hier leider die andere Seite nicht, ob er da mit dem Knie dann dementsprechend Druck auf den Tank bringt, um sich schön festzuklammern. Aber im Großen und Ganzen, also das sind dann natürlich Kleinigkeiten, da ist es Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Das schaut sehr gut aus und absolutes Lob meinerseits, das ist gut gemacht. Auch ein schönes Foto per se an sich, so, ne, fototechnisch ist das sehr cool. Genau, gehen wir weiter zu Christian. Hi Christian, danke Christian für dein Foto. Suzuki in Method. Ja, Werbung von Wolle. Das ist so ein bisschen der Klassiker, deswegen habe ich das auch mit reingebracht. Ich finde, dass er vermutlicherweise sehr entspannt ist an der Hand. Das sieht man da seinen Finger auf dem Bremshebel aufliegen hat, das sieht man gerne. Ich kann das nicht, aber das ist gut, weil das heißt, dass die Hand relativ locker ist. Das ist aber so ein bisschen Hanging-Off-mäßig. Die Hüfte ist zu weit unten im Gegensatz zum Oberkörper. Also man sieht, dass das Knie ein bisschen so nach vorne gedreht wird und die Hüfte sehr, sehr weit weg ist vom Motorrad. Also da ist schon mehr so eine Arschbacke draußen, so wie das jetzt von der Perspektive zumindest aussieht. Und der Kopf ist eigentlich so auf Höhe der Kanzel. Also ich kann dir raten, du kannst ruhig ein bisschen weiter drin sitzen bleiben und dafür kommst du ein bisschen so noch weiter vorne und versuchst mit dem Kopf, mit dem Oberkörper einfach wirklich nochmal näher neben dem Motorrad zu sein. So, du sitzt so ein bisschen hinten drin. Das ist vor allem das Problem am Scheitelpunkt, oder an dem Punkt, wo du die Bremse löst, solltest du halt schon das Gewicht mehr auf der Vorderachse haben und das kannst du so nicht, wie du sitzt, weil du zu aufrecht bist, beziehungsweise zu weit hinten, zu weit drin in dem Motorrad sitzt. Also versuch vielleicht auch mal mit der Rastenposition, die etwas umzustellen, dass du dich, wenn du zum Beispiel die Rasten etwas weiter hinten hast, dass du dann automatisch den Oberkörper weiter vorne, nach vorne kriegst. Das sieht so aus, als wenn das Originalfußrasten wären. Mit Originalfußrasten ist das natürlich immer ein bisschen problematisch, aber da wäre es vielleicht sogar Investitionen wert, sich verstellbare Rasten zuzulegen, die weiter nach hinten packen. Dann kommt der Oberkörper automatisch weiter nach vorne und wenn der weiter nach vorne kommt, dann tust du dich viel, viel leichter, auch den neben die Kanzel zu packen und somit dann wieder mehr Druck auf der Raste und so weiter. Genau.
Das ist eigentlich so, man sieht das sehr, sehr oft und das ist halt ein bisschen zu viel dann gedrückt am Motorrad, denke ich jetzt mal. Also zumindest, was man von der Perspektive aus betrachten kann. Ja, das war der Christian, genau. Dann geht es weiter. Aber so per se, ja, wirklich auch ein tolles, schönes Bild eigentlich. Ne? Also auch, das kann man gerne in die Galerie hängen. Ne? Ja, dann geht es weiter mit dem, ich denke mal, er heißt Gabor. Ich weiß es nicht, ob das der Vor- oder Nachname ist. So genau hat er das nicht geschrieben. Er ist natürlich extrem schräg. Ne? Also das ist schon, leider ist das Bild nicht größer. Das ist eigentlich schon Limit am Motorrad. Und bei dem heißt es jetzt, also bei dir, Gabo, heißt es jetzt wirklich an den Feinheiten arbeiten, weil hier der Unterbau von Fuß und Hüfte schaut sehr gut aus. Aber du musst jetzt wirklich, vor allem wenn du so schräg fährst, na, das ist wirklich Limit. Du musst jetzt dein Vorderrad versuchen, durch das Gewicht zu entlasten, beziehungsweise durch das Gewicht, das du am Körper hast, das Motorrad noch ein bisschen aufrechter zu fahren. Oder mit gleichbleibender Kurvengeschwindigkeit das Motorrad ein bisschen aufrechter zu bringen, indem dass du deinen Oberkörper jetzt wirklich mit ins Spiel bringst und den seitlich vom Motorrad packst. Theoretisch bei dieser Schräglage am Motorrad, was ja Limit ist, könntest du theoretisch mit dem Kopf am Boden schleifen. Ne? Also es muss ja nicht sein, um das geht es auch gar nicht, aber es geht einfach darum, selbes Spiel wie bei jedem anderen eigentlich. Oberkörper nach vorne weiter und neben das Motorrad, Kopf neben die Kanzel richten. Immer versuchen, also wenn du dich quasi wenn du dich in den Unterarm beißen möchtest, dann passiert diese Haltung ganz automatisch. Aber du brauchst es jetzt auch, du brauchst wirklich jedes Kilo seitlich vom Motorrad, dass dir das mal nicht einklappt, weil das ist hier schon, wie gesagt, das ist schon Limit. Linie kann ich hier nicht beurteilen, weil die Jungs sind ein bisschen weiter innen. Ich kenne die Strecke nicht, ich weiß nicht, wo das ist. Kann ich nicht beurteilen. Genau, so viel zum Gabor. Dann geht es weiter. Aber per se natürlich extrem schräg. Ne? So, dann geht es weiter zum Christian. Wieder Christian. Der Christian hat so ein bisschen geschrieben, dass er in den Linkskurven ganz gut klarkommt. Der hat mir auch mehrere Fotos geschickt, wo auch links und rechts jeweils. Ja, das sieht links besser aus wie rechts. Aber nicht von dem Rumpf, nicht von den Beinen, nicht von der Hüfte, sondern das ist lediglich ein Oberkörperproblem. Und das ist das, was wir vorher schon bei dem Stefan, glaube ich, war es, besprochen haben. Die Hand öffnen. Öffne deine Hand. Die Gashand ist noch schwieriger als die linke. Deswegen fällt den meisten die Linkskurve leichter als der Rechtskurve. Weil mit der Gashand es extrem schwierig ist, diese aufzudrehen. Das ist wirklich ein Thema. Also sprich aufdrehen wie hier, damit der Ellbogen zur Seite kommt. Das Ganze dann mit rechts machen ist wirklich schwierig und kostet viel Übung, weil man muss ja, wie gesagt, mit der rechten Gashand eigentlich gar nicht viel Kraft aufwenden, sondern das reicht ja eigentlich mit so zwei, drei Fingern theoretisch. Wenn du das hinkriegst, dass du die Gashand aufmachst, dann kommt automatisch der Oberkörper auch weiter nach unten und weiter neben das Motorrad, weil das kannst du so gar nicht machen, weil du dich damit, dein Ellbogen, deine Schulter, die steht halt einfach im Weg. Ne? Die steht wirklich im Weg. Und dadurch blockierst du dich quasi in der Rechtskurve selber. Also die Schlüsselstelle ist wirklich hier die Hand öffnen. Dann haut es hin, weil von so ist es ja wirklich, Blickführung ist auch top und so. Also so eine Kleinigkeit, kleine Sache, die viel auslöst. Okay, das war auch kurz und schmerzlos von Christian. Dann geht es weiter zum Kai. Ja, der Kai, das ist ein eher schlechtes Foto von der Auflösung, weil das so klein ist. Ja, gut, es geht. Sieht noch brünn aus, ne? Glaube ich. Ja, das ist eigentlich so, das ist sehr, sehr, sehr sturzgefährdend übers Vorderrad. Also nicht böse sein, aber das ist wirklich so, weil. Bei dir ist es genau umgedreht, du drückst das Motorrad sehr stark, weil du in der Hüfte einen Knick hast und den Oberkörper wirklich viel zu sehr in der Mitte vom Motorrad hast. Und jetzt ist es eigentlich umgedreht. Schau mal her, dein innerer Arm, der etwas abgewinkelt sein muss, um den Oberkörper nach innen zu bringen, der ist durchgestreckt und dein äußerer Arm, der ist abgewinkelt. Also es soll eigentlich genau umgedreht sein. In dem Moment, wo du so sitzt, wie du da drauf sitzt, drückst du das Motorrad mehr, weil du das Gewicht auf dem Motorrad drauf hast. Und
Erstens, du verringerst deinen Kurvenspeed bei maximaler Schräglage mit dieser Körperhaltung und du bist insofern sturzgefährdet, weil du nicht reagieren kannst. Du fühlst das Motorrad nicht so gut, wenn du drückst, als wie wenn du seitlich am Motorrad sitzt. Zum Beispiel die Supermoto oder die Motocross, die drückt man, ja, da sitzt man so drauf, dann hat man aber auch keinen Druck auf den Rasten am inneren Fuß, sondern man hat ja den inneren Fuß meistens ausgestreckt am Boden oder sowas. Da hast du ganz anderes Feedback und auch ganz anderen Haftungsabriss, weil du ja immer im leichten Rutschen bist. Aber hier hast du ja so nach dem Motto 0 oder 1 und in dem Fall musst du auf jeden Fall musst du auf jeden Fall dieses Drücken aufhören, weil das ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich und sieht man zwar immer weniger, aber immer noch häufig und ist eigentlich so das klassische Drücken. Das, wie gesagt, bitte nicht persönlich nehmen, aber das ist halt, ich habe das bewusst rausgesucht, weil ich sehe, dass das genau das Problem ist. Man sieht dich jetzt nicht hundertprozentig, man müsste dich jetzt mehr von hinten sehen, aber hier auch versuch, starte, weil die Füße sind ja gar nicht schlecht, als was ich so von da sehe, aber starte mit dem Öffnen deines Handgelenks genauso wie hier der Stefan und genauso wie hier der Christian. So musst du auch dein Handgelenk öffnen, so wie der, das ist hier übrigens der Thomas. Der Thomas auf der 1, der öffnet das, der macht das eigentlich allen schön vor. Genauso musst du das auch machen, damit du einfach versuchst, das Motorrad, dass du einfach versuchst, deinen Körper seitlich vom Motorrad zu haben. Und dann klappt vieles, vieles ganz von alleine. Vielleicht auch ein kurzer Tipp, je nachdem, in welchem Bereich du dich bewegst, wie viel Prozent du gibst, dass du fahren kannst auf der Rennstrecke, wie viel Rundenzeit, je nachdem. Nimm mal bewusst ein bisschen raus, setz dich nicht unter Druck, vielleicht fahrst du auch eine Gruppe langsamer oder fahrst einfach langsamer, damit du dich wirklich mal bewusst auf das Ganze konzentrieren kannst und diese Zeit hast, darüber nachzudenken und da muss man langsamer fahren dazu. Wenn es dann mal irgendwann klappt, dann ist es sowieso so, dass du damit dann automatisch schneller wirst, wenn es funktioniert. Aber erst wird man ein bisschen langsamer, das ist ganz normal. Also da nicht unter Druck setzen, aber wirklich erst wirklich bewusst versuchen, mal die Hand zu öffnen, den Ellbogen abzuwinkeln, den Körper seitlich am Motorrad, den Körper nach vorne bringen, den Kopf seitlich an der Kanzel und wieder vielleicht der Tipp, versuch dich in den Ellbogen zu beißen, in den Unterarm zu beißen. Okaychen, das war's mit dem Kai. So, dann haben wir den Kubi, das ist übrigens ein sehr tolles Foto, weil es auch von der Auflösung her sehr schön ist. Ein bisschen finster, machen wir mal ein bisschen heller hier. Dann sehen wir auch mal ein bisschen mehr. So, der Kubi, der hat natürlich, was man da sieht, ich weiß nicht genau, was er da mit den Fingern hat, aber es sieht auf jeden Fall an den Händen relativ entspannt aus, was gut ist. Und man sieht auch, dass der richtig schön Druck auf dem Oberschenkel hat. Man sieht auch, dass das Knie ein schönes Dreieck hat, das heißt, ich kann von hinten durchschauen, also das deutet eigentlich alles darauf hin. Ich habe eine schöne Kreuzhaltung insofern, weil der Kopf, die Wirbelsäule und die Hüfte eine Linie geben. Da ist kein Knick drin, sondern das sieht eigentlich wirklich sehr schön aus. Hier auch wieder der Tipp, wie gesagt, das ist immer oft dasselbe, das Gleiche. Hier auch wieder der Tipp, dreh die Hand noch ein bisschen auf, dann kommt der Unterarm so ein bisschen als Lenker, Verlängerung als Lenkerstummelverlängerung hier nach unten und du kommst mit dem Oberkörper ganz automatisch noch ein bisschen weiter nach vorne. Aber per se ist wirklich sehr, sehr gut schon und ja, das sind dann auch so kleine Nuancen. Es ist auf jeden Fall kein Drücken, sieht sehr entspannt aus und da kann ich nicht viel meckern eigentlich. Ne? Ja, das war der Hubi. Wen haben wir da? Den Berno, genau. Berno, ja. Ja, Berno, das sieht eigentlich auch ganz toll aus. Das ist eigentlich so, man sieht da hier, deswegen habe ich das ausgewählt, weil man sehr gut sieht, dass er nicht zu sehr mit der Hüfte rauskommt aus dem Motorrad. Das reicht auch schon. Ne? Mehr muss das gar nicht sein. Also das ist so eine Dreiviertel Arschbacke, das ist vollkommen ausreichend. Man sieht, er hat schön Druck aufs Pedal. Ich habe auch immer wieder ein paar gehabt, die mich gefragt haben, warum sie mit den Zehenschleifer schleifen. Naja, das hat
mehrere Gründe. Erstens einmal mit den Serienfußrastenanlagen ist es teilweise unvermeidbar, habe ich schon selber ein paar Mal erlebt. Und sobald du eigentlich deinen Fuß so drauf hast wie hier der Bernau, und das ist eigentlich eine Vorzeigestellung, hier ungefähr müsste die Fußraste sein, das ist immer noch der Seitenständer, und er ist schön am Ballen, er hat somit sehr viel Druck drauf und man braucht den Fuß jetzt auch gar nicht weiter aufdrehen, um hier das Knie rauszukriegen. Also du siehst da, wie schön das hier ist, er ist schön anliegend und eigentlich schön parallel zum Motorrad und hat trotzdem schön Druck auf der Raste und schön das Knie am Boden und kann sich super schön abstützen. Also das ist eigentlich Vorzeigebeispiel. Aber auch hier wieder, schaut ein bisschen verkrampft aus an den Unterarmen. Ich glaube, der Bernhard hat hin und wieder ein bisschen pochende Unterarme, wenn er reinkommt. Das sieht man sehr stark. Er kommt auch wieder mit dem Oberkörper ein bisschen mehr zu der Mitte des Motorrads. Also hier wieder Schlüsselstelle, Hand öffnen. Öffne die Hand, dreh die auf, dann kommt der Unterarm wieder aus Lenkerverlängerung. Der Körper geht mehr seitlich vom Motorrad und somit auch viel lockerer. Und damit auch automatisch dementsprechend noch mehr Gewicht auf den Fußrasen, mehr Klammerung an der Hüfte. So, dann kommen wir zum nächsten Vorzeigeschüler. Wie gesagt, das war der Thomas. Genau. Ja, Thomas sitzt sehr schön oben. Man sieht richtig, wie der sich nach außen hängt. Und man sieht da hier jetzt auch wirklich, dass der Thomas wirklich seitlich an der Kanzel ist. Also es ist eigentlich der Einzige, wo ich es richtig gesehen habe, der ist mit dem Kopf seitlich an der Kanzel. Und eben weil er den Arm aufdreht. Er dreht ihn auf, er kommt den Oberkörper raus, er hat trotzdem schönen Druck auf der Fußraste und er hat dementsprechend den Kopf seitlich von der Kanzel. Und er klammert sich so richtig aufs Motorrad und deswegen kann er den Arm hier so locker lassen. Da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen, weil das ist eigentlich fast perfekt. Ja. Ja, natürlich kann man immer noch mehr, aber er dreht schön auf und das ist sehr sicherer Fahrstil. Sehr sicherer Fahrstil. Das ist übrigens Pannonia Ring. Schaut nach BTR-Veranstaltungen aus, rote Gruppe. Genau. Ja, einen haben wir noch. Und das ist der Christian. Christian auf der BMW in Almeria, so wie das aussieht. Ja, ist Almeria. Gleiches wie schon besprochen. Sieht von den Beinen her sehr schön aus. Ich habe auch noch so ein kleines Dreieck, wo ich durchschauen kann. Das Ganze funktioniert bis hier, also bis Hüftende. Und ab da kriegen wir einen Knick rein. Ich versuche den jetzt mal ein bisschen so aufzuzeichnen, hier den Knick. Also hier ist gerade und dann geht es hoch, ne? Wenn das die Wirbelsäule ist. Und das könnte fast so ein Fragezeichen sein. Und durch das Fragezeichen ist es halt so, dass der Oberkörper des Motorrads wieder zu sehr drückt. Und du musst dich dann zwingendermaßen mit den Armen festhalten. Das geht ja dann gar nicht mehr anders. Und dann wird es auch anstrengend und dementsprechend unsicher. Du bist zwar hier, der Arm relativ schön gestreckt, aber du kommst da dann wirklich mit dem Oberkörper, du drehst den ein bisschen ein. Schau dir mal nochmal ganz bewusst mein Körperhaltungsvideo an und versuch nochmal mehr dieses Hoch, Rüber, Runter und dann auch wieder Oberkörper seitlich am Motorrad, wirklich seitlich, dann ist das ganz automatisch einfach weg. Ich versuche jetzt gerade mal zu schauen. Das sieht von den Beinen her sieht das auch okay aus. Er ist auch schön mit dem Ballen auf der Raste. Das ist eine Originalfußraste, so wie es aussieht. Aber versuche hier einfach wirklich auch die Wirbelsäule etwas gerade zu rücken. Dann hast du ganz automatisch viel, viel besseren Druck auf der Raste. Weniger Verkrampfung an den Händen, weniger Abstützung auf den Händen und somit einfach auch weniger Schräglage am Motorrad. Ist auch viel, viel sicherer und du wirst damit wahrscheinlich dann auch schneller. Es wird eine Ungewöhnung sein, aber das muss man schon versuchen, ein bisschen rauszukriegen. Dann wird es auch dementsprechend sicherer.
Ja, wie ihr gesehen habt, das waren jetzt 10 Fotos. Ich habe 10 Fotos ausgewählt, wo man wirklich gut erkennt, warum und wieso. Und es sind in der Regel immer wieder die gleichen Probleme und es kommt viel aus der Hand heraus. Also ihr müsst wirklich versuchen, den Lenkerstummel mehr so zu nehmen und nicht so. Weil seht ihr, also in dem Moment, wo ich das auch hier am Stuhl mache und den Arm so habe, dann komme ich ja, ich komme ja, ich komm nicht raus. Ich gehe nicht. Und wenn ich den aufdrehe, dann habe ich viel mehr Platz. Ich habe viel mehr Platz. Also wirklich versuchen, den Lenkerstummel, ich habe jetzt gerade nichts, aber neuer Lenkerstummel, den Lenkerstummel wirklich so zu halten. Ne? Ihr braucht da ja nicht festhalten, sondern wirklich ganz locker zu nehmen und dann geht der Ellbogen automatisch auf und dann müsst ihr euch versuchen, einfach so in den Unterarm zu beißen, natürlich nicht wirklich, aber zu tun und dann kommt der Oberkörper nach vorn und dann kommt er zur Seite und umso mehr das passiert, umso aufrechter wird dann das Motorrad. Und genauso auf der rechten Seite. Rechts ist natürlich schwieriger und da tue ich mich auch immer wieder mal schwer, je nachdem, wie viel ich gefahren bin oder auch nicht. Weil die Gashand, die ist natürlich prädestiniert zum Verkrampfen. Ne? Man wartet auf den Moment des Gasgebens, aber man muss wirklich versuchen, so Gas zu geben und dann bekommt man den Oberkörper dementsprechend zur Seite. Also ich denke, dass viel Probleme von den Händen ausgehen und dass das ein Schlüsselmoment ist, wo man von da ab angefangen sehr viel verbessern kann. Also ich hoffe, dass sich auf jeden Fall keiner von euch irgendwie persönlich angesprochen gefühlt hat oder jetzt beleidigt ist, weil ich gesagt habe so und so. Das ist ganz wichtig, bitte nehmt mir das nicht persönlich, aber es ist halt einfach diese Kritik, die wir auch aufgerufen haben. Und ich habe jetzt auch keine wirklich furchtbar schlimmen Fotos gekriegt. Vielleicht haben die Dinge ja auch schon gewusst, warum sie es nicht schicken. Keine Ahnung, ist egal. Man sieht auf jeden Fall, dass es immer wieder dieselben Probleme sind. Und vielleicht habe ich euch mit dem Video etwas helfen können. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch das natürlich auch nochmal schriftlich zu beschreiben in den Kommentaren. Vielleicht sieht man sich auch mal auf der Rennstrecke, dann kann man auch miteinander mal ein bisschen üben. Das hilft auch immer sehr viel. Vor allem auch direkt während dem Fahren immer wieder mal daran erinnern und sagen, hey, Alter, lass die Hände locker, dreh sie schön auf, komm raus mit dem Oberkörper, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch, um euch wieder zu sehen durch diese komische kleine Glasscheibe hier. Bis zum nächsten Mal und ciao.